5 Monate ist es jetzt her, als ich hier in Hamburg gestartet bin auf meine Radreise von Hamburg nach Tübingen. Und ja, für mich war das nachhaltig ein tolles Erlebnis. Nicht zu wissen, wo man abends ankommt und ja, so auf sich selbst gestellt zu sein. Ja, Hamburg hat doch schöne Ecken hier, direkt am Eppendorfer Moor. Ja, im Sommer war das hier komplett ausgetrocknet. Das ist ziemlich im Zentrum hier, zwischen Flughafen und Eppendorf, der Winterhude. Ja, ist einfach viel los gerade heute an Silvester, machen viele ihren Spaziergang. Deswegen habe ich mich jetzt hier verkrochen an den Eingang West von der Lufthansa-Basis, weil ich dachte, hier ist bestimmt nicht so viel los. Dem ist auch so. Ja, was soll ich sagen? Ja, ich mache ja gerne so kleine oder größere Tagestouren, aber ich finde es immer faszinierend, so größere Strecken zu fahren und nicht zu wissen, wo man dann abends landet. Und ich finde das immer faszinierend, ja, welche Strecken man einfach mit dem Rad oder mit dem E-Bike halt zurücklegen kann. Und mit dem Auto sitzt man da gestresst oder gelangweilt, stundenlang in der Karre. Und mit dem Rad kann man einfach hier seinen Weg zum Erlebnis machen. Ja, und als ich die Videos da gedreht habe auf meiner Radreise, da hatte ich noch nicht den Plan gehabt, einen YouTube-Kanal zu starten. Vielmehr wollte ich so das Erlebnis für mich auf Video festhalten. Aber ich habe dann doch eine Menge Videos auf YouTube geguckt und dachte mir, warum nicht teilen? Warum sollte ich das für mich behalten? Aber es kostet schon etwas Überwindung, so ein Video dann hochzuladen, weil es ist doch irgendwie ein Stück Privatsphäre. Ja, vor 3,5 Wochen am Nikolaustag habe ich ja meinen Kanal Saftrad gestartet und habe jetzt schon knapp 200 Abonnenten. Ist doch Wahnsinn, oder? Aber ich nehme an, dass das Thema E-Bike sich ja auch dazu beigetragen hat, weil das doch auf großes Interesse stößt. Ja, also vielen Dank für die vielen Abos und die Kommentare. Also es motiviert mich absolut, hier weiterzumachen. Und ich habe ja vor, so wöchentlich ein Video hochzuladen. Also so, dass immer so am Wochenende ein Video wieder online geht. Ja, im Herbst habe ich dann noch 2 Touren gemacht. Bin einmal nach Zeven gefahren, in der Nähe von Bremen. Auch mit Übernachtung und dann nochmal eine Tour von Kiel am Nord-Ostsee-Kanal entlang. Auch mit der Übernachtung in der Nähe von Brunsbüttel. Und das war auch klasse. Vielleicht mache ich da auch nochmal ein Video zu. Ja, inzwischen habe ich mein E-Bike hier auf ein Nyon 2 aufgerüstet. Ja, und ich bin jetzt mit dem Kilometerstand auf 4590 Kilometer. Also ich habe das Rad jetzt seit über einem halben Jahr. Gut, es werden jetzt nicht mehr so viele Kilometer, oder es sind in letzter Zeit nicht mehr so viele Kilometer dazugekommen, weil das Wetter einfach nicht so viel hergibt. Aber ich fahre immer noch zur Arbeit, immer meine 4,5 Kilometer pro Strecke. Ja, der Umbau des Nyon war etwas umständlich bei mir, weil ich auch das Kabel zum Motor auswechseln musste. Und ich musste auch den Motor abschrauben und anheben, damit ich an das Kabel kam. Aber der Aufwand hat sich echt gelohnt. Gott, hier wird geschossen. Nee, wir haben ja Silvester. Ja, das außergewöhnliche Jahr geht jetzt zu Ende. Für mich persönlich war es, abgesehen von beruflichem Stress, war es ein tolles Jahr. Also viel Rad gefahren, wie noch nie, und das werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr auch so machen. Und ich bin einfach happy, mich für ein E-Bike entschieden zu haben, weil so viel Rad wäre ich sonst auf jeden Fall nicht gefahren. Ja, ich freue mich aufs Frühjahr und auf ein campingfreundlicheres Wetter. Dann wird es auf jeden Fall wieder Touren geben. Mehrtägige Touren auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall meinen Urlaub auch nutzen, um dann eine längere Strecke zu fahren. Also falls da jemand Vorschläge hat für eine nette Tour, ich würde mich freuen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und lasst es ruhig angehen. Und falls ihr das Video später seht, dann wünsche ich euch einen guten Start in die neue Saison. Und
auch hiermit nochmal liebe Grüße an meine Familie, die meine Tour nach Tübingen sehr aufmerksam verfolgt hat. Also, bis dann, macht's gut.